Von ihm ist im Zuschauerraum meist nur der Hinterkopf zu sehen. Im günstigen Fall noch die Hände. Aber für alle, die auf der Bühne stehen, ist er das Zentrum. Für die Sänger und für das Orchester muss er in jedem Moment des Abends sichtbar sein. Direkt oder per Live-Übertragung auf den Bildschirmen. Denn er ist der musikalische Kopf einer Opernaufführung. Der Dirigent. Man hat ja seine Augen überall. Also ich krieche mit meinen Augen überall hin. Also jeder Musiker ist bei mir einmal am Abend dran mit dem Augenkontakt. Es hat ja immer etwas Befehlendes irgendwo, etwas Martialisches, mit so einem Taktstock umzugehen, nicht? Und so weiter. Man kann das, es kann teilweise als Zauberstab angesehen werden, es kann teilweise wirklich als bedrohliche Fechtwaffe angesehen werden. Ich finde, es ist sehr wichtig, jedem Musiker das Gefühl zu geben, dass er heute Abend gebraucht wird. Vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Ja, nur so macht das Sinn, ein Miteinander, ja. Ich meine, ich denke mal auch, dass die Zeit dieses Maestros-Gehabe, glaube ich, auch schon längst out ist. In der Opernszene wird der Dirigent immer noch häufig Maestro genannt, der Meister. Er zeigt sich nicht mehr ausschließlich im Frack, gibt sich nahbar. Trotzdem bleibt der Dirigent etwas Besonderes. Denn sobald er den Arm erhebt, erklingt Musik. Sebastian Weigle gilt als einer der gefragtesten deutschen Dirigenten. Er ist Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt, leitet das Opern- und Museumsorchester. Sein Arbeitstag beginnt heute gegen 10 Uhr vormittags mit einer Probe, russische Musik. Rimsky-Korsakows Scheherazade von 1888. Danke. Das ist die nächste Geschichte. Wir müssen einen Unterschied machen zwischen den Trillernoten, die mit einer Achtelpause getrennt sind. Und dann. Genau, mehr das Gewicht von unten. Ich finde in der Kombination, also ich finde das sehr schön. Also spielt sich sehr schön zusammen. Bloß, Sie dürfen etwas reduzieren. Und sehr schönen Übergang mit den Fagotten. Das ist wunderbar. Das, ja? Fühlen Sie sich wohl? Noch nicht? Wir machen es gleich nochmal. Der Dirigent muss das, was der Komponist vor 120 Jahren aufgeschrieben hat, in die Praxis umsetzen. Alle Instrumente haben zur gleichen Zeit Pforte oder Piano. Also die Komponisten haben sich vorgestellt, dass man entweder kräftiger oder wesentlich leiser spielt. Ja, aber nun ist das Verständnis, was ist das Pforte für einen Hornisten oder für eine Posaune? Oder was ist ein Pforte für eine zweite Flöte oder für eine Cellogruppe? Und da muss man einfach Balancen schaffen. Wenn dann in dem ganzen Klanggefüge plötzlich die Melodie untertaucht, weil der Rhythmus zu stark ist oder der Bass viel zu stark ist, dann ist das sehr, sehr schwierig für die einzelnen Musiker mitzubekommen. Und das bedarf dann eines außenstehenden Ohres, was ich dann bin, dann zu sagen, hier müssen wir die Balance ein bisschen ändern. Wenn die Crescendi, Diminuendo, wenn das da losgeht, gerne ein bisschen solistischer, ja? Also ein bisschen schlangenbeschwörender. Zweite Violin, ein kleines bisschen Mitleid haben, was Sie hier hören. Ja, aber Charakter ist fantastisch, ja? Sie können sich gegenseitig nicht richtig hören. Sie müssen sich vorstellen, wenn zum Beispiel ein Bläser in sein Instrument spielt, dann ist der Kopf so voll Unter- und Überdruck teilweise, je nachdem, welches Instrument Sie spielen, dass man eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung hat von dem, was drumherum passiert. Ja, da sind solche Kräfte, gewaltigen physikalischen Kräfte am Werke, deswegen bedarf es manchmal oder sehr oft und glücklicherweise Dirigenten, sonst wären wir ja alle arbeitslos. Jeder Musiker hat vor sich nur die Noten, die für sein Instrument geschrieben wurden. Alle Noten aller Instrumente hat nur der Dirigent in seiner Partitur. Er sieht hier nicht Punkte und Striche, er erkennt Instrumentengruppen. Dirigieren, das kommt von dem lateinischen dirigere, leiten, ausrichten. Eine geistige und körperliche Herausforderung. Man muss ja in der Partitur, dadurch, dass jede einzelne Stimme untereinander geschrieben ist, muss man ja gleichzeitig vertikal wie horizontal lesen. Das belastet die Augen unglaublich. Man muss also in der Lage sein, sofort hoch und runter und rechts und links zu schauen. Sebastian Weigle lernt Partituren am liebsten im Urlaub. Zum Beispiel am Strand bei Meeresrauschen. Und so lange wie möglich vor einem Dirigat. Jede Interpretation muss heranwachsen und reifen, indem er sich die Partitur wieder und wieder vornimmt.
künstlerische Prozesse, die in seinem Arbeitsalltag Platz finden müssen. Seine Tage sind vollgepackt. In den probenfreien Mittagsstunden hat er mit der Organisation von Musik zu tun. Mehrmals täglich kommt sein Assistent Thomas Stolberger mit einem weiteren Stapel. Mit der Bitte aus dem KBB, dass wir schnellstmöglich eine Strichfassung finden. Schreiben Sie mal auf, die Christiane Lieber, die hatte die Hauptpartie gesungen. Mhm. Vielleicht kann die mir die Striche, vielleicht die wird ja noch ihre Stimme noch haben, denke ich mal. Ich sehe auch die Partitur jetzt hier zum ersten Mal. Aber sehr guter Druck, ausgezeichnet. Wer ist denn das? Riese und Erla, hervorragend. Er hat viele Mitarbeiter, die ihm zuarbeiten. Aber über ihm, im 6. Stock des Hauses, gibt es den Intendanten. Bernd Löbe ist schon ein paar Spielzeiten weiter. Überlegt, welche Regisseure im Jahr 2015 nach Frankfurt kommen sollten. Die erwarten das dann im Fall. Regelmäßiger Gesprächspartner in seinem Stockwerk ist der Dramaturg. Von ihm holt er sich Informationen zum historischen Kontext einer Komposition. Zeit muss und will er sich auch für die Sponsoren nehmen oder für die Vorsitzenden der Fördervereine. Denn sie helfen ihm, außerordentliche Projekte zu gestalten. Sensationell. Weil man scheinbar schon beim Bau des Opernhauses davon ausging, dass ein Dirigent und Generalmusikdirektor viel arbeitet und selten zu Hause ist, hat man das Büro mit einem Bett ausgestattet. Ich habe nur das Büro so übernommen, wie ich es vorgefunden habe. Ich habe nur einen Maleranstrich machen lassen. Ansonsten ist das Mobiliar das, was ich hier auch vorgefunden habe. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, ich verbringe sehr, sehr viele Stunden hier und teilweise bis zu 12 Stunden, wenn nicht gar mehr. Und dann ist mal manchmal so ein toter Punkt am Nachmittag, wo man ganz froh ist, sich mal lang machen zu können. Da kann man sich einfach mal eine halbe Stunde hinlegen. Das ist sehr, sehr schön. Musikalisch streift er im Laufe eines Tages mehrere Jahrhunderte und gibt die Richtung vor. Zum Beispiel für die 1938 uraufgeführte Oper Daphne von Richard Strauss. Seine persönlichen Schwerpunkte jeder geplanten Produktion muss der Dirigent spätestens bei Probenbeginn erklären. Nicht nur dem Orchester, sondern auch den Sängern. Sie wollen musikalische Leitlinien von ihm hören, aber auch ganz praktische Details. Singen und so weiter, weil man erwartet irgendetwas. Und dann kommt der Regisseur dazu und dann wird das in Szene gesetzt. Also ich würde sagen, maximal. Es ist wichtig, dass wir uns auf eine Grundsprache über dieses Stück einigen. Wie betrachtet man dieses Stück? Was ist einem wichtig? Schaut man das eher kammermusikalisch klein an? Sucht man die große Sogwirkung? Wenn der Regisseur eine komplett andere Idee zum Beispiel hat, bin ich manchmal auch bereit, meine musikalische Konzeption ein bisschen abzuändern, weil da plötzlich der Unterton nicht stimmt. 6 Wochen dauert der Probenprozess für die Oper Daphne. Teilweise dirigiert ein Repetitor bei den Regieproben, während Sebastian Weigle allein mit dem Orchester arbeitet. Regelmäßig löst er den Repetitor ab, um zu sehen, ob die sich weiterentwickelnden Bilder auf der Bühne noch mit seinen musikalischen Ideen zusammenpassen. Außerdem achtet er darauf, dass die Sänger ihre Kräfte während der 2 Stunden dauernden Oper richtig einteilen. Aber du, pass auf, bei den Proben hier nicht immer aussingen, nicht? Also das ist immer nur da, wo du das selber brauchst. Also wo du, wenn ihr entweder mal was anderes gestellt habt, von der Szene was verändert habt und du musst das jetzt in den Körper kriegen. Nur dann. Sein Orchester spielt neben den Vorstellungen in der Oper parallel auch die sogenannten Museumskonzerte. Das erfordert enge Abstimmung mit Orchesterdirektor Andreas Finke. Beiden ist wichtig, dass das Orchester nicht nur im Graben sitzt. Es ist sehr wichtig, dass wir Sinfoniekonzerte machen, dass das Orchester auf die Bühne kommt. Dann sind Sie die Protagonisten des Abends. Jeder ist zu sehen. Und es ist sehr wichtig für die Hygiene. Es ist so wichtig auch, dass man auch spürt, wir werden respektiert, wir werden anerkannt, wir sitzen auf der Bühne. Jetzt haben wir unser Gesicht zu verlieren oder wir haben unser Gesicht zu bewahren oder wir können nur noch gewinnen. Der Dirigent hat in der Regel, wie alle Musiker des Orchesters, ein abgeschlossenes musikalisches Hochschulstudium. Doch erst nach dem Kapellmeisterexamen entscheidet sich, ob man irgendwann vom Assistent zum Dirigent berufen wird. Das hängt unter anderem von den Führungsqualitäten und der Persönlichkeit ab. Und davon, ob man neue und eigene Interpretationsideen mitbringt. Das nötige Fachwissen, wie beispielsweise Instrumentenkunde oder Musikgeschichte, wird sowieso vorausgesetzt. Vor Konzerten oder vor Vorstellungen versucht Sebastian Weigle nochmal in eine andere Welt einzutauchen. Beispielsweise in einem kleinen japanischen Café.
Lärm, Gespräche, alles ist ihm recht. Hauptsache, es läuft keine Hintergrundmusik. Denn dann könnte er nicht abschalten. Es gibt auf jeden Fall die Verpflichtung, eine Premiere und eine Wiederaufnahme bei uns, die wird im Frack gespielt. Da gibt es kein Wenn und Aber, das ist so. Wenn die Repertoirevorstellungen normal dann laufen, die schon ab der zweiten Vorstellung, da habe ich mir ein sehr schönes schwarzes Hemd schneidern lassen, eine schöne elegante schwarze Hose und Lackschuhe. Das sieht auch sehr elegant aus, denn letzten Endes, ich bräuchte eigentlich auch den Frack, also nur um es schick zu haben, eigentlich nur für die Verbeugung auf der Bühne. Für diese exakt 2 Minuten, ansonsten, ich werde ja sowieso nicht gesehen. Das ist ja klasse. Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn ist er wieder im Haus unterwegs. Und, bist du in Hirtenstimmung? Ja. Magde, wie war das? Zeit, um ihm die entscheidende Frage zu stellen. Im Schulunterricht hört man, dass Dirigenten mit der rechten Hand den Takt schlagen, sogenannte Schlagfiguren in die Luft malen. Doch hält er sich während einer Vorstellung an erlernte Regeln? Stellen Sie sich vor, der Dirigent würde jetzt eine Dreiviertelstunde lang dieses machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vielleicht sein Gesicht nicht mal bewegen, die linke Hand nicht bewegen. Ich glaube, spätestens jetzt würden Sie wegschauen. Ich denke es mal so, nicht? Und wenn eine Stelle zum Beispiel jetzt anfängt, weicher zu werden oder die Melodien fangen an zu fließen und so weiter, dann löst man den Schlag auf, indem man nur noch zeigt, die Phrase geht von hier bis hier. Das waren dann inzwischen 2 Takte, die ich am Anfang so dirigiert hatte. Ja, das geht, plötzlich kommt dann so eine Möglichkeit einer Gestaltung einer Phrase zustande. Das ist dann wie so eine physikalische Vernetzung von Wassertropfen, die dann bis zum Meer kommen. Auftrittsapplaus vor der Daphne. Die Vorstellung beginnt. Also erstmal nimmt er direkt Kontakt zu den Musikern auf oft. Das ist der Fall, indem er sich runterbeugt, etwas mit den Händen zeigt, Gestik macht, einen direkt auch den Blickkontakt sucht. Einen großen Dirigenten macht aus, dass er nicht nur sich auf Töne beschränkt, sondern eben auch vor allem Musik vermittelt. Man muss schon eine sehr große Ausstrahlung und Persönlichkeit haben, um das eben wirklich nach außen zu bringen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen sehr guten Dirigenten und guten oder vielleicht nicht so guten Dirigenten. Ob die Vorstellung zum Ereignis wird, hängt von der Intensität ab, mit der jeder einzelne Musiker spielt. Und dieses Feuer muss der Dirigent in den Abend einbringen. Und das ist aber auch schön, ihm zu folgen, weil man dann immer weiß, er zaubert einfach was. Wenn ein Dirigent mit dem Mund dasteht und alles zumacht, dann hat man auch selber Probleme mit der Atmung. Aber er atmet mit uns und das macht das so angenehm. Über die Distanz, Bühne, Orchester, geben sich auch so Laufzeitschwierigkeiten, dass man zum Beispiel ein bisschen vorne weg singen muss, damit dann der Klang gleichzeitig ankommt mit dem Orchesterklang und dem Gesangsklang. Und dann ist es gut, wenn man sieht, was gemeint ist. Na, ist klar, immer besser, die Dirigenten anzuschauen, wenn etwas schief geht. Weil dann wir haben unseren Punkt, nein, einen Punkt von Referenz. Er ist so ein toller Dirigent und das ist sehr besonders, dass man sich sehr frei fühlen kann. Und das, dann kann man auch schön singen und ja. Man muss sehr viele Entscheidungen im sehr, sehr kurzen Moment treffen. Meistens weiß man hinterher gar nicht mehr, was man gemacht hat. Man ist so überkonzentriert bei der Sache, nur um alles zu helfen und um alles übereinander zu bringen. Ja?